Warum ist die Musik weg, Sir? Sind Sie da? Darf da, glaube ich, nicht rein. Würde ich jetzt mal so vermuten. Oh Gott! Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Jupitergrad und natürlich selbstverständlich in VR. Wie soll es auch anders sein, ne, Leutes? Und ja, zu dem Game. Es kommt am Donnerstag, am 25.02. natürlich 2021 raus, ne, also am Donnerstag jetzt. Und lasst euch noch gesagt sein als Nebeninfo, wer gerne auch so lieber Games als CD hat bei sich zu Hause, das Spiel kommt am 12. März auch als CD erhältlich raus im Laden, ja. Dann könnt ihr es euch selbst besorgen, ja, und in, als CD kaufen, ja. Am 12. März und aber im PlayStation Store ist es digital am Donnerstag am 25.02.2021 erhältlich. An der Stelle nochmal, ja, Sprachfehler incoming, einen großen herzlichen Dank an die Entwickler für den Key und für die Chance, das euch mal zu zeigen und euch auch erstmal den ersten Eindruck zu verschaffen, wie das Spiel so ist, wie es sich gemacht hat, wie es allgemein einfach wirkt, auch auf euch, ob ihr auch mal seht, oh, ist das was für mich, ist es cool oder gefällt es mir vielleicht nicht, dass, ja, wie das hier an der Stelle hier vorstellen dürfen, ja, nochmal vielen herzlichen Dank an die Entwickler, dass sie es möglich machen und ja, wir gemeinsam hier jetzt reinschauen können. Ein bisschen früher, ja, als am Release-Tag, ja, so ein bisschen, kleines bisschen früher. So, dann würde ich sagen, wir starten rein. Dazu noch gesagt, stimmt auch zur CD, was dann auch mit bei ist, Time Attack, kommt auch am 25. mit raus. Wird anscheinend auch so, wie es klingt, ist auf jeden Fall herausfordernd und wird wahrscheinlich diese Level nur mit wahrscheinlich Zeitherausforderungen sein, dass er bestimmt in einer bestimmten Zeit das absolvieren müsst oder sowas. Können wir mal nochmal reingucken, muss mal gucken, ob da schon irgendwie schon was mit bei ist jetzt in dieser Version, die ich hier habe. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Also auf der CD ist dieser Modus dann auch erhältlich. Und wenn es rauskommt, am Release-Tag ist Time Attack auch mit bei. Herausfordernd. Was will man mehr, ne? Was will man mehr? Gut. Aber dann würde ich sagen, wir starten durch. Ich habe nicht viel gesehen, nur den Trailer von. Und daher weiß ich, dass wir hier mit den Saugnäpfen uns durch die Level schwingen müssen und das sozusagen unser Fortbewegungsmittel ist. Wir können uns auch drehen. Ich kann hier irgendwas aufladen. Ich weiß aber noch nicht, was es ist. Ich denke mal, es wird uns noch erklärt. Und wir können uns aber auch so drehen. Ich könnte auch einstellen, ob so weiche Drehung oder ein bisschen härter halt dieses, oh schön, ob dieses zackige oder ein bisschen weicher. So, nur mal als Nebeninfo. Gut, dann starten wir mal rein, hör mal, ne? Let's go. Oi. Welcome, candidate. In the name of Social Spaceity, the highest collective, and the great national committee, Vodka. I welcome you to the People's Cosmos Center. Yeah, I am Vladimir Laikovich Varnikov, General of People's Space Program. Look at your hands. These advanced devices are called Cosmostics. They allow you to move around. Use them in your final cosmonaut test. You have to reach the briefing room. Do your best, candidate. Aber immer doch. Tu mal mein Bestes. Okay, gut. Natürlich wird uns hier auch es erklärt. Ah, okay. Oh Gott. Okay, also auch vor allem das Bild, ey, die Grafik, ne? Also so richtig schön in Comic-Style-Art so. Richtig nice. Mal was anderes, ne? Und ja, dann lass ich mal los. Okay. Oh Gott. Oh Gott, okay. Oh Gott. Okay, muss ich mich drehen. Mache ich das vielleicht das hier, damit das loslässt? Nee. Okay, damit kann ich es ranfahren. Ah, okay, die eine Taste ist zum Ranziehen da. Die andere vielleicht zum...
wieder lassen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir uns mit einer Taste ranziehen. Das ist, ich muss ganz kurz gucken. Die X-Taste, Kreuz, besser gesagt. Natürlich mit den, ist ja klar, ne? Ich will es nur noch mal gesagt haben, mit den Move-Controllern. Mit den Move-Controllern machen wir das. Okay, muss selbst erstmal reinkommen, ne? In der Steuerung. Gut, also ich kann mich hier ranziehen. Mit X. Alles klar. Let's learn about rotations now. Use your thumbs to rotate left or right. Rotating genau. is crucial, candidate. If you're lost, rotate. Hui, 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 hui. Na, ich denke mal, man kommt schon irgendwann hier rein. Okay, ist immer noch zum Bewegen. Alles klar, das habe ich jetzt drauf, ja. Alles klar. Oh Gott. Ja, man muss kurz reinkommen, aber ich glaube, das geht schnell. Aha, an obstacle. Oh. We could crash it, of course, but the rules are clear. No tanks in the training room. Jump over it, candidate. Na klar, die Musik. Okay. Let's go, baby. Oh Gott. Oh Gott. Ja moin, das ging ja super. Okay, guck mal. Guck mal, das läuft doch jetzt schon, oder? Komm, das läuft jetzt. Ja, guck mal. Komm, wir kommen jetzt da hier rein. On second thought, maybe one tank would be okay. Nah, just move forward. Alles klar. Also auch aus dem Trailer konnte ich auch herausnehmen, dass wir das auch irgendwas mit dem Raumschiff zu tun und Weltall. Wir werden ja bestimmt noch was sehen. Da stand es ja auch dran, ne? Das drücken, damit wir rangezogen werden. Man sollte auch lesen können, ne? DNC? Ja moin, falsche Taste. Scheiße. So, jetzt. Ach, guck mal an hier. Guck mal, das läuft doch. Da siehst du. Okay, guck mal, wir kommen da rein. Okay, nebenbei noch ein bisschen drehen. Guck mal, das läuft doch jetzt. Oh, guck mal, jetzt kommen wir rein. Jetzt kommen wir rein, ne? Okay, wir sind ready. Always reach for the highest. That's why candidate should be a good climber. Are you? Oh. Are you? Ja, bin ich. Ich bin ein guter Kletterer hier, hör mal. Natürlich. Okay, muss nur wieder drehen. Don't stop now. We're counting oh Gott. On you. Miau. Ja, ihr seht, man kommt schon ein bisschen rein, wenn man sich ein bisschen vertraut macht. Ist ja bei jedem Spiel so. So. Vorwärts kann ich hier jetzt gerade nicht laufen. Aber guck mal, weil das ist zum Ranziehen, da gibt es noch eine Taste. Das wird wahrscheinlich zum Loslassen sein irgendwie oder zum Entfernen. Swing time, comrade. I'm okay. Waiting on the other side. Alles klar, ich komme. Okay. Festmachen. Und dann können wir auch swingen. Na, guck mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ah, so sieht er? Ja, genau. So kann ich mich runterlassen. Ah, jetzt guck mal einer an. Okay. Okay. Ja, das wäre ganz gut, wenn ich jetzt... Okay. Ich muss ganz kurz. Okay, nochmal. Oh Gott. Okay, nochmal. Boah, das wäre natürlich nice, dass ich mit einmal schaffe, ey. Einfach rum. Wow! Zack. Alles klar. Vielleicht nicht das Beste. Nicht perfekt gewesen, aber wir sind rübergekommen, ne? Darauf kommt es ja an, ne? So wird halt... Don't be afraid oh Gott. To hit the walls, candidate. Your suit is like the soul of our people. Sturdy and hermetic. Okay. Das wird natürlich noch viel schwieriger und noch bremslicher werden alles, wenn wir da, keine Ahnung, im Raumschiff oder so sind. Komme ich bis dahin? Nee, ist natürlich zu weit. Okay, let's go.
Oh shit, man. Oh Gott. Wuhu. Ach, das geht gar nicht, weil das scheint... Okay, jetzt aber. Okay. Aua. Vor gegen die Wand. Alles klar. So. Focus now, candidate. Not every surface is your friend. Ah. Gray can be found when blue is around. Ah, oh, hat sich auch noch schön gereimt hier. Hat da schön Reimspruch gebracht. So, am blauen können wir uns festsaugen, aber hier nicht. Müssen wir uns merken. Zack. Das geht, ne? Ich muss selber auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen mitbewegen, dass ich auch ein bisschen Schwung habe. Oder ran, um ranzuziehen auch so ein bisschen. Woo! See the hole down there, candidate. You a nice smooth swing over it then. Yeah, guck mal, vielleicht auch ein bisschen nicht so hektisch. Sondern lieber so ein bisschen chilliger hier, ne? So ein bisschen. Oh, guck mal an. Guten Tag. Oh Gott, nein. Genau, das ist gerade das Problem. Genau. Ja, gut. Man muss ein bisschen aufpassen. Okay, machen wir nochmal. Okay. Wir haben nur bis dahin. Schwung holen. Okay, jetzt probieren wir mal hier. Ja, da ist schön weit vorn. Perfekt. Komm. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Okay. Man muss schon ein bisschen mehr bedenken. Danke, Mann. Let's go. Was kommt jetzt? Ja. Okay, ja. Wir schauen auch niemals zurück. Guten Tag. Yeah, ist ja wie Spider-Man. Jetzt, wenn wir mit einem nur machen. Yeah, Spidey. Spidey ist am Start. Ja, voll verkackt. Oh Gott. Okay. Ja, nein. Okay, geile Reichweite. Kann man auch so machen. Um ein bisschen Schwung zu holen. Alter, okay, okay, okay. Ah, okay, das ist das Problem. Wir müssen da ein bisschen taktischer rangehen. Wir müssen noch ein bisschen von oben kommen. Und genau richtig. Ja! Wir haben's. Perfekt. Und es ist schön, man fühlt sich dann auch ein bisschen wohl und aufgefangen, wenn einem auch natürlich auch mal was erklärt wird, denn am Anfang auch gleich so schön. Dann kommt man auch gut klar. Oder immer besser klar. Okay. Ja, aber das nächste. So können wir den schön immer den Schwung mitnehmen. Wenn ich es auch mal schaffen würde. Vor allem beim ersten Mal. So, dann kann ich mich so ein bisschen hochziehen und so können wir mal ein bisschen Schwung holen. Darf natürlich nicht zu weit über uns sein. Alles klar. Also am besten immer weit vor uns. Dort zum Beispiel. Ja! Guck mal, so reicht's. Alles klar. Ist ja wie Batman, ey. Da kommt jetzt gerade mein Heli. Mein Flugschiff und dann. Tschu. Nice. Geil. Flup. Ah, my favorite chamber. It's like monument to climbing comrades, da? Oh. A miracle of design, anyways. Ja, mehr Herausforderung. So muss es sein. Und jetzt, wie gesagt, schön mit dem Schwung mitgehen hier. Ja, 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 ja. Muss ja nicht immer beide sein.
Okay, das war nicht so gut, glaube ich. Okay. Man kann ja auch immer mit einmal. Mit einem nur. Keep the pace, Candidate. Swing it. Und ein bisschen Schwung mitnehmen. Guten Morgen. Aua. Autsch. War jetzt nicht die eleganteste Weise, aber wie ich gesagt hatte, Hauptsache man kommt durch, ne? Time for oh. More movement power. Was? Pick up these shiny nozzles for your Cosmo sticks and get wet. Was ist das denn? What the fuck? Ah, jetzt können wir nach vorne. Wir haben so eine Düsen dran. Jetzt können wir uns nach vorne bewegen. Unter Wasser. Oh, unter Wasser? Was? Oha. Oha, jetzt sind wir natürlich schnell. Eben war es langsam. Ah, den nach unten halten. Oh, nice. Plump. Oha. Der Moment, wenn du deinen Crush triffst. Mal sehen, ob jeder den verstanden hat. Nice. Ich kann natürlich auch immer mit einem machen nebenbei. Da muss man halt so dahin halten, wo man hin möchte auch. Oh, guck mal. Ja, und dieser Comic-Style ist ja auch mal was, ne? Hat auch was. Moin. Bin wieder da. Hallo. Oh, kann ich fliegen damit? Nein. See the big hole on the wall. Try to fly through it, candidate. Wir können uns wahrscheinlich auch in der Luft ein bisschen Schub geben, ne? Dass wir ein bisschen mehr Schubkraft haben. Ja, moin. Alter. Jetzt sind wir schön hoch. Und jetzt einfach nach oben. Uiuiuiui. Ah, damit wir, weil wir Schwung brauchen, können wir uns jetzt Schub geben. Ah. Jetzt kann ich auch ein bisschen lösen. Dass wir ein bisschen runtergehen. Und jetzt Schub. Dass wir auch hinkommen. Ja, okay, jetzt muss ich mal kurz aufladen. Ein bisschen lockerer machen, würde ich sagen. So. Und jetzt haben wir voll. Und jetzt. Scheiße. Immer noch. So, jetzt haben wir mal ein bisschen länger gemacht. Und jetzt Schub. Ja, ja, mit ein bisschen Schub können wir uns hinbiegen. Geil. Okay. Nice. Ja, genau, in der Luft können wir also uns auch so ein bisschen pushen. Jetzt ist alles still. Jetzt auf einmal ein Horror-Game. So Horror-VR, nice. Hallo? Sir? Warum ist die Musik weg, Sir? Sind Sie da? Oh Gott! Oh Gott! Good work, Comrade Cosmonaut. Your training is now complete. You've proven worthy for what lies in the stars. Because our future awaits right there. This mission is top secret, da? Okay. Your presence here is top secret. Your destination is top class space station, Jupiterград. People need you there, comrade. Proceed to the shuttle.
And red it be. Alles klar, Sir. Alles. Hochstreng sicher. Top Secret. Scheiße. Sir, mein Benzin ist alle. Ja, also wie gesagt, die laden sich immer auf. Fürs Vorwärtsbewegen. Ja, jetzt kommen wir wohl zum Raumschiff, wa? Würde ich jetzt mal sagen. Alles klar. Alles klar. Nastorov, hier. Oh Gott. Hallo. Meine Rakete. War bei mir noch mal ein bisschen lauter hier. Ja, das war lauter. Oh. Bin ich wirklich bereit dafür? Oh Gott. Okay, ich muss kurz doch leiser machen. Das ist gerade zu laut. Kann man sich aber im Spiel auch selber einstellen. Musiklautstärke und alles. Alles selber variieren. Oh, guck mal an. Plupp. Guck mal, wir haben sogar eine Toilette. Perfekt. Okay. Nice. Oh, shit. Guck mal, wir sind hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All bad, Comrade. Oh, oh. See you on the other side. Alles klar. Oh, shit. Houston, wir haben ein Problem. So wenig Sprit. Alter, wir sind schon da. Alter. Sollte ich nicht lieber sitzen dabei? Beim Start? Jetzt habe ich überall Falten. 6 Jahre später. 6 Jahre lang sind wir schon da oben. Eieiei, was ist denn hier los? Ich stürze ab. BTF? Ich stürze ab. Alter, oh. Das ist ja wie eine Achterbahn. Oh, shit, man. Wow. Oha. Ach nee, ist unsere andere Basis. Ah, ist unsere Basis. Ich krieg wieder Schiss, dass ich abstürze. Welcome to Jupitergrad Station, brave cosmonaut. I'm Aisha, your virtual assistant's comrade. Oh, that's nett. Remember that oxygen is our common wealth. Ja. Breathe economically, never for pleasure. Ganz genau. And do enjoy your stay. Dankeschön. Plupp. So, hier ist Menü. Hier können wir alles einstellen. Viele Sachen. Level wiederholen. Vom letzten Kontrollpunkt. Controls. Könnt ihr nochmal alles nachschauen, wo man was macht und so weiter, ja. Für euch dann auch. Zack. Level auswählen. Main-Menü wollen wir jetzt aber nicht. Settings. Und hier, wie gesagt, Sounds kann man noch ein bisschen runterschalten. Alles, wenn man will. Auch die Musik. Hier, wie man sich drehen will, ne, entweder so, zum Beispiel. Dazu der Sound ist auch geil. Da fühle ich mich ja wie Ninja, ey. Ein richtiger Ninja. Oder gar nicht.
Ja gut, da drehst du dich gar nicht, ne? Ich würde mal sagen, das ist nicht von Vorteil, sich nicht drehen zu können. Deshalb smooth. Smooth. Alles klar. Können wir irgendwas noch rausnehmen? Ja. Okay, also wir haben 6 Jahre gebraucht. Dann sind wir nach 6 Jahren sind wir hier in der richtigen Zentrale. Hier haben wir noch mehr von den Dingern. Die sehen aber irgendwie älter aus. Viel älter aus. Guten Tag. Welcome. Hallo. Alles klar? Und hier können wir ausschalten. Nee, wir machen an. Da soll stehen Welcome. Da fühle ich mich heimisch. So. Oh. Hallo? Okay, ihr habt doch gesagt, das ist ein Horror-VR. Was? Wie, jetzt kommen hier noch Monster oder sowas? Weil da sind anscheinend welche gestorben. Da hängen so eine Pömpel dran. Wie meine. Hallo? Was ist hier passiert? Hat sie sogar eine richtige Story? Steht überall. Hier, warte mal. Okay, es schwärmt nur von sich selbst. Die tollste Technologie. Okay, also es ist einfach nur. Ich dachte, da steht vielleicht mal dran, irgendwie was hier passiert ist oder. Attention, hier ist irgendwie was ganz Schreckliches passiert. Welcome. Ich bin der 4000. Besucher. Okay. Eine sehr gerade Zahl. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Wo zuerst? Hier ist ja auch noch ein Weg. Hä? Hä? Hier ist noch eine andere Kapsel. Das ist eine Kapsel von jemand anderen. Okay. Mysteriös. Oh, die Musik. Und da ist anscheinend jemand, ja, verstorben. Meere für anscheinend. Was ist hier los? Wir haben es ja gelernt, ne? Zack. Guten Tag. Ich glaube trotzdem, dass ich trotzdem noch so ein bisschen reinkommen muss, ganz leicht, aber es ist schon mal sehr gut. 8 Monate haben sie gebraucht, um das hier alles aufzubauen. Welcome to the meeting chamber. Our crew gathers here to learn what they think. There is also a message for you, waiting on the screen. Oh. Also ein Treffen, Raum zu besprechen und so weiter. Und da ist sogar eine Nachricht für uns. Ja, toll. Ich glaube, die sind alle nicht mehr da, ne? Sollte ich mich hier treffen mit anderen? Anscheinend. Kann ich da irgendwie rangehen? Also ich weiß, ich muss da am Bildschirm ran, aber mal ein bisschen von oben betrachten. Oh shit, man. Okay. Hallo, Sir. 6 Jahre You're vergangen. alive! Exceptional achievement! Congratulations and welcome to Jupitergrad. Here, in a voluntary commitment, the comrade Jupiter is greatly contributing to our latest invention. The people's cosmic fuel, known as Pekol. This is truly a space-breaking technology. We'll double the light speed, comrade. Bringing interstellar equality in one tank. But first, we need your help. Jupitergrad crew is off for a very short vacation. But we can't delay our experiment. Go and find Pekol synthesis chamber. I'll see you there. Reddit B. Reddit B. Reddit B. Vodka. Ja, toll. Schön. Weil die ein Experiment machen.
müssen wir, weil was ausgeschaltet ist, sind wir extra hierher gekommen, um es wieder einzuschalten. Anscheinend sind viele andere gescheitert. Und vor allem, jetzt fällt es mir gerade ein, wir sind der 4000ste. Ich glaube, es haben 3999 Leute probiert vorher. Scheiße. Und das hat keiner geschafft. Oh nein. Hello? Is it me you looking for? Oh. The pickle generator. Once the fuel is synthesized, we'll test its power here. The pickle synthesis chamber is right behind. Proceed there. Okay. Alles klar. Hallo? Was geht? Wir gehen erstmal dahin. Alter. Huiuiuiui. Oh Gott. Oh. So geht's auch. Ah, hier müssen wir es reinfüllen dann. Nachdem wir das Zeug abgefüllt haben. Pump Station. Und diese ganzen Zeichen. So, wir sind angedockt. Von da kommen wir. Was ist denn da oben? Komme ich da auch hin? Ah, da müssen wir hin. Hi. Ich glaube, das leuchtet so auf, dass wir da hin müssen. Hier müssen wir hin. Hallo? Können wir auch was reinstellen? Alles klar. Wir machen alles für unseren Vorgesetzten. Uiuiui. Mach auf hier. Perfect timing, Comrade. This is the Pickle Synthesis Chamber. It's time to finish our 5-year space plan. Oh, scheiße. Time to fuel our future. To compress Jupiter gases into limitless power of Pickle. But first, we need an empty fuel tank for the machine. I think the crew left it somewhere here. Also die Gase vom Jupiter nehmen wir auf. Füllen ab. Ich würde jetzt mal sagen, wir sollten nicht da rein. Oder ist es okay? Doch, okay. Ich will es nicht herausfinden, lieber. Okay. Die Leute vorher haben schon irgendwas da gelassen zum Abfüllen. Alles klar. Hi. Was ist denn das hier? Ah, hier ist ein Tank. Haha. Ah, und den können wir auch damit ranziehen. Okay, ist dran. Den kann ich aber nur noch mit einem machen. Aber ist ja nicht schlimm. Oh Gott. Okay. Alles klar. Alles im Griff. So. Great. Now let's make history, Comrade. Ja. Launch the machine. Alles klar, Chef. Thank you.
Habe ich es kaputt gemacht? Oh nein. No, this can't be. We have to succeed, comrade. Fix the experiment for the people. Toll. System check in progress. Oh nein. Fuel hub product level 0. Wow. Working fuel pumps 0. Oh shit. Western spans detected 0. Main chamber entrance locked. Overall status could be better. Seems like I need your help, brave cosmonaut. Can you restart the pumps? Looks like you have to find your way around to get there. Oh shit. Einfach kaputt. Okay, wir müssen es reparieren. Dafür müssen wir woanders hin, ne? Oh shit. Oh, wo geht's denn hier unten hin? Müssen wir da unten hin? Na, vor allem wir sehen ja. Hallo? Oh Gott. This yours. Here our delivery systems processes the pickle synthesis fuel hub products. Or get rid of any waste that appears. Be careful, brave cosmonaut. Alles klar, danke. Ich glaube, wir sollten da nicht rein. Ich glaube, das ist genau dieses Gas, was wir einsammeln. Es platscht und plitschert. Wie schön. Was ist hier? Ach so, ranziehen. Ah, okay. Kleiner Moment. Ich habe gerade einen Drehwurm. Ah, wir können es so ranziehen. Wir können aber auch so. Ah, so, so können wir auch. Ja, ist einfacher als so per Hand. Okay. Okay, jetzt dreht sich aber die ganze Zeit, oder? Nee. Okay, wir sind irgendwie durchgekommen. Oh Gott. Oh Gott. Ich darf da, glaube ich, nicht rein. Würde ich jetzt mal so vermuten. Oh Gott. Ja, einfach mal so, einfach unten so eine Dinger. Alles klar. Danke. Alter. Also ich will da auf keinen Fall reingehen. Oh, scheiße. Ich will da nicht reinfallen, meine ich. Da habe ich keinen Bock drauf, auch wenn es virtuell ist.